Mein Freund hat mir ein riesiges Bedrock-Gefängnis gebaut und mich herausgefordert, daraus auszubrechen. Von innen ist der riesige Bedrock-Block mit echtem Bedrock eingebaut, sodass ich nicht einfach entkommen kann. Ich starte in der Mitte des Blocks und es gibt nur einen Ausweg. Kann ich es schaffen, die schwierigsten Räume zu überwinden, um diesem Gefängnis zu entkommen? Ich starte wieder in einem ziemlich kleinen Raum. Die Wände und der Boden waren aus Bedrock und an der Wand hing ein Ofen. Die Decke aber war komplett offen und ich konnte die Außenwand des riesigen Bedrock-Blocks sehen. Mit F5 konnte ich über den Rand meines Lochs hinausschauen und so auch recht schnell verstehen, warum ich Lava hören konnte. Das Loch und auch die Plattform oberhalb meines Startraums waren direkt über einem großen Lavasee. Aber dazu später mehr. Jetzt musste ich erstmal einen Weg finden, der Bedrock-Grube zu entkommen, um mich oben umsehen zu können. Also erstmal das Offensichtliche. Ein Blick in den Ofen. Darin fand ich einen Lava-Eimer und direkt auch einfach 5 Eisen. Beides habe ich natürlich erstmal mitgenommen. Mit den Eisen könnte ich eine Druckplatte craften oder natürlich auch einfach Eisen-Nuggets. Oder eine Falltür oder Schere. Das würde mir aber alles nicht so wirklich weiterhelfen. Okay, erstmal nochmal schauen, was mich dann oben erwartet oder was mir sonst noch helfen könnte. Über der Lava hing an der Wand eine Werkbank. Natürlich aber aus meiner aktuellen Lage unerreichbar. An der gegenüberliegenden Wand entdeckte ich außerdem noch einen Warp-Fungus und daneben einen Eingang in eine Bedrock-Box. In der Ecke neben der Werkbank war ebenfalls eine Bedrock-Box mit einem Eingang. Diese war allerdings höher und über dem Lavasee gebaut. Ich hatte zwar einen besseren Überblick bekommen, aber ich steckte nach wie vor in dem Loch fest und hatte nichts Brauchbares dagegen entdecken können. Also muss ich etwas craften. Am logischsten helfen könnte mir eine Eisenfalltür. Ich könnte sie als Block platzieren, um auf den Ofen zu springen. Obendrauf wäre ich aber immer noch vor einer 2 Blöcke hohen Wand. Die Lava kann mir dabei helfen. Ich könnte springen, um die Lava zu platzieren und dann hochschwimmen. Natürlich müsste ich dann die Lava so schnell es geht wieder aufsammeln, um dabei nicht zu sterben. Das muss die Lösung sein. Also schnell die Falltür craften. Wobei, Moment. Wenn ich sowieso in der Lava schwimme, könnte ich auch versuchen, durch die Lava auf den Ofen zu kommen. Dann hätte ich die Eisen gespart und könnte damit vielleicht später etwas sinnvoller craften. Dann müsste ich aber noch präziser springen und mich wirklich beeilen, direkt weiter zu klettern, damit ich nicht am Ende verbrenne. So mache ich's. Ein paar Mal gesprungen, dann möglichst weit oben die Lava auf mich gesetzt und weiter nach oben, kurz verklickt. Ah, oben! Jetzt bitte aufhören zu brennen! Bitte! Dringend aufhören! Ich muss überleben! Nein! Ein Herz! Aber ich brenne nicht mehr und bin draußen. Das war extrem knapp. Jetzt, wo ich oben auf der großen Fläche angekommen war, konnte ich direkt mal weitersehen, was ich vorher schon entdeckt hatte. So habe ich den Fungus aufgesammelt und dabei erst bemerkt, dass er auf einem Fass stand. Im Fass war ein Maze mit fast keiner Haltbarkeit mehr. Also wahrscheinlich wieder ein Single-Use-Item. Aber ich hatte eine Waffe, die ziemlich cool aussieht. Kann ich jetzt noch das Fass abbauen? Fast. Unter dem Fass war leider kein Block und so fiel es direkt in die Lava. Durch das Loch konnte ich jetzt aber in der Ecke etwas Blackstone erkennen. Auf der Kante zum Lavasee stehend erkannte ich, dass dort in der Ecke ein paar Stufen waren und darauf wiederum eine Druckplatte. Da komme ich aber nicht ran. Aber noch hatte ich auch nicht alles gesehen. In der ersten Bedrock-Box fand ich als nächstes oben in der Ecke einen Schlammblock. Abgebaut und aufgesammelt war darüber eine Steinsäge versteckt. Der Eingang zur zweiten Bedrock-Box war unerreichbar. Auf meinem neuen Block stehend konnte ich erkennen, dass darin eine Stufe oder vielleicht auch ein Abgrund auf mich wartete. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Die Werkbank über der Lava konnte ich gerade so erreichen. Damit hatte ich als neue Rezepte Eisenschuhe, einen Eisenhelm, eine Lore und einen weiteren Eimer. Was ich davon wirklich brauchte, sollte ich aber erst später erfahren. In der Ecke entdeckte ich noch etwas Neues. Ein Loch. Und unten aus dem Loch heraus schauten 2 Strider zu mir hoch. Dafür also der Warp-Fungus. Wenn ich es schaffe, einen der beiden auf den Lavasee zu bekommen, könnte ich ihn mit dem Pilz lockend auf die Druckplatte steuern. Dafür muss ich den Strider aber erstmal da rausbekommen. Mit dem Schlammblock könnte ich vielleicht erstmal weitermachen. Wenn ich diesen zu Ton verarbeitet bekomme und durch das Schmelzen daraus einen Ziegelstein craften könnte, kann ich mir in der Steinsäge direkt 2 Stufen daraus schneiden. Wenn man einen Schlammblock über einen Tropfstein setzt, zieht dieser mit der Zeit das Wasser raus und der Schlamm wird zu Ton. Also muss hier eigentlich irgendwo an der Unterseite der Bedrock-Fläche ein Tropfstein hängen. Da! Hinten in der Ecke hing, genau wie ich es mir gedacht hatte, ein Tropfstein. Also den Schlamm darüber gesetzt, musste ich jetzt nur noch warten, bis der Schlamm zu Ton trocknet. Wenn der Ton trocken ist, kann ich die Lava benutzen, um im Ofen den Ton zu Ziegeln zu braten. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Klar, wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Strider können doch ganz einfach Lava raufschwimmen. Wenn ich die Lava also hier in der Ecke platziere und nach unten fließen lasse, dann müssten...
Ja, es klappt. Sehr langsam, aber es klappt. Die Strider kommen nach oben. Jetzt liefen mir beide Strider mit dem Pilz hinterher. Aber warum sind das eigentlich zwei? Ich meine, für meinen Plan mit der Druckplatte würde doch eigentlich einer schon ausreichen. Also möchte ich auf jeden Fall auch erstmal nur einen nach unten schicken. Ich habe also versucht, dass mir nur noch einer folgt. Das war schwieriger als gedacht, aber hat dann irgendwie funktioniert. An die Kante gelockt, schob ich den Strider jetzt langsam und behutsam runter, sodass er auf dem Lavasee laufen konnte. Mit dem Warp-Fungus in der Hand folgt er mir und ich lockte ihn wie geplant in die Ecke auf die Druckplatte. Dadurch öffnete sich neben mir eine Wand. Ein kleiner geheimer Raum kam zum Vorschein. Darin fand ich zwei Moosblöcke und, wie ich erst beim Abbauen bemerkte, droppte auch eine Schiene, welche wohl auf dem oberen Moosblock versteckt gewesen war. Wenn ich jetzt schon eine Schiene habe, ist es wohl am wahrscheinlichsten, dass ich aus den fünf Eisen eine Lore crafte. Die zwei Moos könnte ich zu drei Teppichen machen. Ansonsten schien der Raum aber leer. Um an den Eingang der zweiten Box heranzukommen, bräuchte ich mindestens vier Blöcke in die Höhe. Zwei davon wollte ich aus dem Schlamm bekommen, also habe ich ihn angesneakt und alles dafür getan, dass der mal schneller trocknet. Auch wenn das natürlich alles nicht wirklich was bringt, hat es irgendwie trotzdem geklappt. Der Schlamm trocknete und ich konnte den Ton abbauen. Die Klumpen also jetzt in den Ofen und schnell die Lava holen gehen. Ah, jetzt sitzt hier der Strider in der Ecke. Komm mal kurz weg da. Ich brauche die Lava und will nicht, dass du dann wieder da unten landest. Der zweite Strider. Jetzt wurde mir alles klar. Der erste war für die Druckplatte. Der zweite war, naja, wie sage ich das jetzt am friedlichsten? Ich habe ihn ein paar Mal gestreichelt und dafür droppt er mir drei Fäden. Lassen wir das mal so stehen. Die drei Fäden kombiniert mit den Moosteppichen hatte ich also drei weitere Blöcke, um mich hoch zum Ausgang zu bauen. Jetzt habe ich aber erstmal die Lava eingesammelt und damit den Ofen befeuert. So bekam ich meine vier Ziegel, welche ich direkt zu einem Block zusammencraftete. Mit der Steinsäge wurde der Block dann auch direkt weiterverarbeitet und ich hatte endlich meine zwei Stufen. Mit den Fäden und den Stufen müsste ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, schon locker in die Öffnung des nächsten Raums kommen können. Aber eigentlich kann ich auch eine der Stufen gegen die Werkbank tauschen. Tiefer gesetzt konnte ich raufspringen und die Werkbank abbauen. So sammelte ich diese ohne Probleme auf. Statt der Stufe hatte ich jetzt einen deutlich nützlicheren Block. Und ich hatte nur noch 3,5 Hungerkeulen. Wenn ich nicht mehr sprinten kann, kann ich auch nicht mehr weit genug springen, um die Öffnung erreichen zu können. Also schnell rüber. Also langsam meine ich. Also halt auf direktem Wege, aber ohne unnötig schnell die letzte halbe Hungerkeule zum Sprinten zu verbrauchen. Jetzt beginnt der Aufstieg. Erst der erste Faden mit einem Teppich darauf. Dann mit einer Lücke und einem Block höher. Der nächste und dann noch der dritte. Als nächstes dann die Ziegelstufe. Und um sicher zu gehen, dachte ich mir, ich müsste doch, wie es aussieht, sowieso eine Lore craften. Also kurz die Werkbank aufgestellt, gecraftet, auf die Schiene die Lore platziert und hineingesetzt und ich betrat den nächsten Raum. Beim Abbauen ist mir fast die Lore weggefahren, aber ich konnte sie dann doch noch gut aufsammeln. Ich verabschiedete mich vom Strider und schaute mich dann im neuen Bedrock-Raum um. Der Raum war wieder deutlich kleiner und die Abstufung, die ich von außen schon gesehen hatte, war keine Stufe, sondern ein ziemlich tiefer Abgrund. Jetzt sinkt mein Hunger auf die letzten drei Keulen, also konnte ich ab jetzt nicht mehr sprinten. Unten konnte ich schon den Ausgang oder den nächsten Gang sehen. Doch wie komme ich jetzt unbeschadet da runter? Anders als in einem Boot bekommt man in einer Lore sitzend den vollen Fallschaden beim Aufprall. Also konnte ich hier nicht einfach damit nach unten fahren. Wenn ich aber die Lore anstoße und alleine nach unten fahren lasse, kann ich im Fallen richtig getimt mich hineinsetzen, um dem Fallschaden aus dem Weg zu gehen. Jetzt also volle Konzentration. Den Blick nach unten gerichtet ließ ich mich fallen. Und landete in der Lore. Ich bin unten! Und ich habe meine Lore und meine Schiene immer noch bei mir. Der Gang führte um die Ecke in einen neuen Raum. Links an der Wand waren auf verstärktem Deep Slate einige goldene Karotten aufgereiht. Also so schnell ich konnte, hin zum Buffet und direkt mal was essen. Während ich so langsam meine Herzen regenerieren konnte, habe ich hinter dem Buffet ein Lava-Hindernis gesehen. Die Lava war zu tief, um darin rumzuklicken. Außerdem war die Lava 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke breit. Also unmöglich, hier normal rüber zu springen. Nach drei Karotten war ich jetzt aber erstmal wieder voll geheilt und hatte keinen Hunger mehr. Mann, tut das gut, endlich mal mehr als nur ein einzelnes Herz zu haben. Die restlichen Karotten und Rahmen habe ich trotzdem noch aufgesammelt und jetzt erst gecheckt, dass ich daneben noch einen Zaun eingereiht hatte. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich nehme natürlich erstmal alles mit, was ich in die Finger bekomme. Wenn ich jetzt den Zaun oder auch die Werkbank in die Mitte setze, sollte es kein Problem mehr sein, die Lava zu überwinden. Allerdings könnte ich den jeweiligen Block dann nicht mehr abbauen, ohne dass er dabei in die Lava fällt und verbrennt. Was wäre aber sonst die Option? Erstmal habe ich jetzt mein Inventar sortiert, um vielleicht noch eine weitere Idee zu bekommen, wie ich über die Lava kommen könnte. Mit dem Eimer konnte ich Lava unten erreichen und aufsammeln. Unter den ersten beiden Lavaquellen war aber nichts versteckt. Aber die Lava nehme ich trotzdem mit. Moment! Warum waren die Blöcke unter den Karotten eigentlich aus verstärktem Deep Slate und nicht einfach aus Bedrock? Ich meine, verstärkten Deep Slate kann man halt abbauen. Dauert zwar mit der Hand wieder viel zu lange, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Aber nein, heute baue ich mal nicht minutenlang Blöcke ab. Ja, okay, doch, ich mach's. Einen einzelnen Block davon mit der Hand abzubauen, dauert fast 1,5 Minuten. Und unter dem ersten war nichts.
Okay, also der zweite. Wie sieht's unter dem dritten aus? Soll ich einfach die Werkbank benutzen, um rüberzukommen? Na gut, einer mehr oder weniger ist dann auch egal. Da ist tatsächlich was. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Im Boden war ein Sandblock versteckt und ich konnte ihn ohne Probleme einfach aufsammeln. Das heißt, ich weiß ja eigentlich schon, dass unter dem nächsten wieder nur Bedrock ist. Wobei die Wand dahinter... Ich meine, da könnte natürlich auch noch ein Block versteckt sein. Na gut. Am besten überlege ich nicht so lange, sondern fange lieber an. Nichts. Und unter dem letzten Block war tatsächlich dann auch nichts. Okay, machen wir einfach weiter. Mit dem Sand könnte ich die Werkbank sparen und den Sand benutzen, um über die Lava zu springen. Das Problem ist aber, dass Sand natürlich nach unten fällt, wenn man ihn an die Wand platziert. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass es mit dem richtigen Timing möglich ist, den Sand zu platzieren und darauf wieder abzuspringen, bevor der Sand nach unten fällt. Soweit die Theorie. Ich glaube, ich habe diesen Sprung in der Praxis aber noch nie ausprobiert. Wenn ich den Sprung nicht schaffe und in die Lava falle, ist alles vorbei. Für die volle Konzentration habe ich erstmal alles bis auf den Sand aus meiner Hotbar genommen. Jetzt sind es nur noch der Sand und ich. Ich und der Sand. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen zu weit reingesteigert. Ich machte mich bereit und sprang. Gut, dass ich das Ganze erstmal in einer separaten Testwelt ausprobiert habe. Ich meine, ich weiß zwar, dass der Sprung möglich ist, aber ich habe den halt trotzdem noch nie gemacht. Also erstmal üben, bevor ich die einzige Chance im Bedrock-Gefängnis angehe. Nach weiteren Sprüngen in die Lava konnte ich hier langsam auch die ersten Sprünge schaffen. Allerdings nur vereinzelt. Ich habe aber nicht aufgegeben und weiter geübt, bis ich dann immer mehr und mehr Sprünge gestanden habe und es sogar hinbekommen habe, zwei hintereinander zu schaffen. Das war mir aber immer noch viel zu unsicher. Ich übte also weiter, bis ich viermal hintereinander sicher auf der anderen Seite landen konnte. Der fünfte sollte jetzt der echte Versuch werden. Zurück in meinem Gefängnis habe ich nochmal durchgeatmet und sprang. Und Sand platziert. Und geschafft! Ich war drüben! Ich habe den Lavasee erfolgreich überwunden. Der Gang dahinter führte um die Ecke und endete dort direkt aber auch wieder mit einem noch viel tieferen Abgrund. Unten war etwas. Etwas Grünes. Vielleicht ein Zombie oder ein Creeper? Hier könnte ich die Lore wieder runterschieben und versuchen, mich im Fallen hineinzusetzen. Wenn ich aber von oben nicht mal erkennen konnte, was da unten auf mich wartete, weiß ich nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wäre, dass ich es bei dieser Höhe wieder schaffe, in die Lore zu klicken. Der Maze. Wenn da unten etwas rumläuft, dann kann ich es mit einem sehr hohen Crit töten und damit meinen Fallschaden in Schaden an dem Mob umwandeln. Ist natürlich auch nicht unbedingt viel leichter als mit der Lore, aber zumindest kann ich das Mob unten besser sehen und habe eine größere Angriffsfläche als beim Hinsetzen. Mit den Schnellinfos habe ich mir den Maze nochmal genau angeschaut. Die Haltbarkeit war wirklich auf 1 von 500. Wenn ich den Fall also mit einem Crit auf das Mob schaffe, geht der Maze dabei direkt kaputt. Aber ich glaube, das war der Moment, für den der Maze gedacht war. Also bereit machen zum Schlag. Und der Zombie war sowas von platt. Und ich war wieder mal unten angekommen. Hast du eigentlich auch bemerkt, dass der Zombie einen Namen hatte? Ist mir selbst bei der Aufnahme gar nicht aufgefallen. Unten angekommen führte nur ein 1x1-Loch weiter aus dem kleinen Raum. Wie komme ich jetzt da durch? Ah, mit der Schiene und der Lore ist das doch gar kein Problem. Einmal beides auf der anderen Seite platziert, wieder reingesetzt und das Problem war beseitigt. Hier führte eine Treppe nach unten zu einem Loch. Vorsichtig näherte ich mich diesem schwarzen Loch und schaute nach unten. Tiefes Void. Hier darf ich auf keinen Fall runterfallen. War das vielleicht sogar die letzte Ebene der Minecraft-Welt, bevor es keine Blöcke, sondern nur noch das Void gibt? Ich testete kurz, ob die Lava nach unten fließen würde und nichts passierte. Also waren wir wirklich auf der untersten Blockschicht der Welt angekommen. Tiefer konnte ich also nichts mehr platzieren. In F5 entdeckte ich ein paar Blöcke weiter, aber eine Truhe in Wasser. Wie komme ich da jetzt aber ran? Rechts an der Wand war noch ein leerer Leuchtrahmen platziert. War diese eine Markierung, dass ich hier etwas anderes ansetzen müsste? Ich hatte noch den Zaun, der zuvor auch noch keinen Nutzen hatte. Theoretisch gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, unter der letzten Schicht der Welt im Void zu stehen. Wenn ich den Zaun hier platziere, kann ich einen Huhn daran hängen und auf das Huhn ein Boot fallen lassen. Nur fehlte mir dazu halt noch das Boot, die Leine und auch das Huhn. Also eigentlich so ziemlich alles. Über das Void gesprungen wollte ich erstmal weitersehen. Auch wenn der Sprung über drei Blöcke Lücke ziemlich einfach ist, hatte ich dabei schon etwas Angst. Wenn darunter nur noch das Void wartet, wirkt das Ganze doch etwas bedrohlicher als andere Sprünge. Der Gang dahinter ging aber nicht mehr viel weiter. Aber an dem Voidloch konnte ich doch jetzt auch erstmal nichts mehr machen. Da! Oben am Ende des Gangs war ein Holzknopf, den ich übersehen hatte. Diesen gedrückt, öffnete sich wieder rechts neben mir die Wand und eine Treppe führte in einen ziemlich großen neuen Raum. Mittendrin hingen in der Luft zwei Spinnennetze. Hinten in der Ecke war ein Bedrock-Tor mit fließendem Wasser darauf. Unter mir erstreckte sich ein großes Labyrinth aus Quarzblöcken. Allerdings war darüber eine Schicht aus Barriereblöcken. In der Ecke neben dem Eingang hing ein einzelner Bedrock-Block und darunter qualmte es aus dem Boden. Als ich mich dem Bedrock
Bedrock-Turm näherte, konnte ich sehen, dass es sich hierbei um einen Bubble-Aufzug handelt. Zwei Schilder daneben zeigten mit einigen Pfeilen ebenfalls, dass hier ein Weg nach oben führte. Dann hörte ich ein Huhn. In der letzten Ecke saß hinter einer Kupfertür eingesperrt ein Hühnchen. Von da aus führte ein Weg bis in den Aufzug. Das Huhn müsste durch das Labyrinth laufen, um am Ziel mit dem Aufzug zu entkommen. Dann könnte ich mich mit ihm anfreunden und es danach ins Void hängen. Zwei Probleme. Erstens war es sehr unwahrscheinlich, dass das Huhn diesen langen Weg durch random Umherlaufen finden würde. Und zweitens war das Huhn ja immer noch hinter der Tür in einem 1x1-Gefängnis eingesperrt. An der Wand über der Tür war wieder ein leerer Leuchtrahmen. Also muss ich wahrscheinlich auch hier erstmal etwas platzieren. Ich wüsste aber nicht, wie mir hier der Zaun weiterhelfen könnte. Beim weiteren Umschauen ist mir in einer Ecke des Labyrinths noch eine Druckplatte aufgefallen. Auch hier komme ich aber nicht selbst ran. Ich brauche das Huhn, um durch das Labyrinth zu laufen und zwischendurch auch auf diese Druckplatte zu treten. Ich checkte noch einmal die Ecke mit dem Qualm ab. Auch auf dem Bedrock-Block war nichts versteckt. Ich hatte doch noch den Knopf. Da der Knopf schon die Tür geöffnet hatte, bin ich einfach durchgelaufen und habe gar nicht drüber nachgedacht, auch den Knopf mitzunehmen. Mit dem Knopf auf dem Boden kann ich jetzt die Tür öffnen. Los, lauf raus, Huhn. Schnell, ich kann die Tür nicht offen halten. Okay, das bringt erstmal nichts. Was passiert, wenn ich den Knopf an die markierte Stelle an der Wand setze? Beim Drücken hörte ich Wasser und oben in den Spinnennetzen war ein Boot gespawnt. Der nächste wichtige Baustein des Rätsels. Und es war sogar ein Truhenboot. Eine Runde mit meinem neuen Gefährt gedreht, schaute ich natürlich in die Truhe. Darin waren Weizenkörner, um das Huhn anlocken zu können. Jetzt fehlte mir noch die Leine, mit der ich das Huhn unter den Zaun hängen könnte. Danach dann noch das neue Boot darauf setzen und fertig war die Void-Konstruktion. Ah, und natürlich hatte ich das Huhn noch nicht. Also jetzt erstmal mit den Weizenkörnern, welche übrigens durch die Verzauberungsoptik ziemlich cool aussahen, das Huhn aus der Ecke locken. Mit dem Knopf die Tür aufmachen und dann schnell die Körner. Okay, Moment, ich nehme die Körner lieber direkt in die Offhand. Dann nochmal die Tür aufmachen und das erste Hindernis war überwunden. Den Knopf direkt wieder abgebaut, führte ich meinen Huhn jetzt zielstrebig durch das Labyrinth. Auf halbem Wege fiel mir ein, dass ich die Druckplatte vergessen hatte. Also mussten wir nochmal ein Stück zurücklaufen. Dann das Huhn auf die Druckplatte und was war passiert? In der qualmenden Ecke wurde eine Leine getroppt. Das letzte fehlende Puzzleteil. Dann bin ich mit dem Huhn weiter durchs Labyrinth gegangen und habe versucht, es in den Wasseraufzug zu führen. Mit um die Ecke weitergehen klappte das dann aber auch noch und aus dem Himmel schwebte mein Huhn herunter. Bevor es den Boden der Freiheit berührte, habe ich es natürlich direkt an die Leine gelegt und wir machten uns freudig auf zum Voidloch. Als ich das Huhn kurz losließ, um den Zaun zu platzieren, lief es direkt wieder zurück. Aber ich habe es natürlich wieder abgeholt und dann in das ewige Void gezogen. Jetzt hing es aber unter dem Bedrock und ich bekam Angst, dass die Leine droppen würde. Nochmal auf die andere Seite gesprungen, löste sich das Huhn aber und ich konnte es relativ gerade nach unten an den Zaun hängen. Geschafft! Erstmal was essen. Dann schob ich das Boot vorsichtig auf das Huhn und so entstand eine hängende Plattform im Void, auf der ich jetzt auch stehen können müsste. Also ging es für mich jetzt auch nach unten. Von hier aus konnte ich sehr gut die Truhe im Wasser sehen. Allerdings erreichte ich sie noch nicht. Ganz vorsichtig taste ich mich an den Rand des Bootes, um näher an die Truhe zu kommen. Mit einem Sprung konnte ich sie dann endlich öffnen. Darin fand ich eine Enderperle. Also könnte ich mich auf jeden Fall auch wieder nach oben werfen. Dann hätte mir die ganze Aktion aber ja eigentlich überhaupt nichts gebracht. Dann kam mir die Idee. Wenn ich die Truhe abbaue, bleibt das Wasser. Wenn ich mit der Enderperle dann genau in das Wasser werfe, sollte ich nach oben schwimmen können. Problem war nur, dass ich gerade so überhaupt die Truhe öffnen konnte. Wie soll ich denn jetzt so nah rankommen, dass ich sie abbauen kann? Also wieder auf der Kante des Bootes herumrutschen, um noch ein kleines Stück näher zu kommen. Und nochmal näher und nochmal näher. Und jetzt konnte ich die Truhe abbauen. Sie droppte ins Void und war weg. Übrig blieb das Wasser. Gut gezielt und die Enderperle geworfen, landete ich im Wasser und konnte auftauchen. Doch auch hier war ein Bedrock-Block über meinem Kopf. Aber kein Problem. Ich hatte ja noch meine Schiene und meine Lore. Erneut half mir diese, einen neuen Raum zu betreten. Im neuen Raum war oben an der Wand eine Öffnung mit einer Tür. Und unter dem Boden war ein Erdblock. Da ich mich aber immer noch auf der untersten Ebene der Welt befinde, kann darunter auch kein Block sein. Also könnte ich den Block nicht aufsammeln, wenn ich ihn abbaue. Weiter stand in dem Raum eine Truhe. Darin waren ziemlich viele Items. Wie zum Beispiel ein Trank der Unterwasseratmung. Erstmal nahm ich mir alles aus der Truhe. Ich könnte jetzt den Setzling auf die Erde setzen. Mit der Wand daneben würde der Baum aber niemals daraus wachsen. Mit den neuen Blöcken im Inventar konnte ich mich aber auch nicht weiter nach oben bauen, um den Ausgang erreichen zu können. Mit der Hacke könnte ich die Seeds des Huhns pflanzen. Leider fehlte mir dazu aber eine Lichtquelle. Ich probierte ein paar leuchtende Sachen aus, aber nichts davon reichte. Dann verstand ich erst die Situation. Weißt du, was hier zu tun ist und hast die Lösung vor mir verstanden? Schreib mir deine Lösung gerne in die Kommentare. Es war nämlich viel einfacher, als ich dachte. Ich war auf die Truhe reingefallen und habe mich von deren Inhalt nur unnötig verwirren lassen. Wenn ich den Eimer mit der Lava kurz leere, kann ich doch einfach das Wasser aufsammeln. Mit dem Wasser ist es dann kein Problem, nach oben zur Tür zu schwimmen. Manchmal sucht man einfach nach viel zu komplizierten Wegen und übersieht dabei die Lösung, die einem
direkt vor der Nase liegen. Naja, ich war jetzt jedenfalls in einem kleinen Gang, der mich zu einer weiteren Tür führte. Hinter der Tür war Wasser, welches ziemlich weit nach oben führte. Ich ging rein und begann nach oben zu schwimmen. Moment, dafür war doch der Trank der Unterwasseratmung. Also noch kurz den Trank getrunken, ging es wieder ins Wasser und ich schwamm nach oben. Nach einiger Zeit erreichte ich einen neuen kleinen Raum. In der Ecke war die Decke offen. Ich konnte den Himmel sehen. Das war der Ausgang. Direkt wieder Wasser platziert, schwamm ich also nach oben und stand jetzt auf dem riesigen Bedrock-Gefängnis. Kurz nach unten geschaut, um nicht auf dem Boden zu landen, sprang ich und landete im warmen Ozean. Wenn dir das Video gefallen hat, gefällt dir sicher auch dieses Video. Ich habe es geschafft und bin erfolgreich dem Bedrock-Gefängnis entkommen. Aus welchem Gefängnis soll ich als nächstes versuchen zu fliehen?